Es ist kein Geheimnis, dass die vier Völker nicht gleichwertig geschaffen wurden. Zum Teil kann dies durch Nachlässigkeit, einen Fokus auf ein schön anzusehendes Spiel, sowie die Tatsache, dass die Competitive Gaming-Szene zu der Zeit bei weitem nicht das war, was sie heute ist, erklärt werden. Aber auch wenn man das gleiche Gebäude zwischen den vier Völkern vergleicht, sind zum Teil drastische Unterschiede erkennbar. Die kleinen Tempel der Römer und Wikinger sind zum Beispiel nur halb so schnell wie die der Mayas und Trojaner. Auch das Sägewerk ist in kleinem Maß davon betroffen, die der Römer und Mayas sind nämlich um 5 und 10% schneller als die der Wikinger und Trojaner. Traurige Berühmtheit erlangte in dieser Hinsicht die Goldschmelze der Trojaner, die selbst im Vergleich zum Drittplatzierten in diesem Ranking, ihrem Gegenstück bei den Mayas, nur etwa 75% der Leistung erbringt. Und den Patchnotes zufolge war es sogar zu Release noch schlimmer. Als Ausgleich ist die trojanische Goldschmelze auch mit Abstand die günstigste, sie kostet nur 40% von dem, was die anderen drei Völker für eine bezahlen. Schuld ist die Arbeitsanimation. Wie diese funktioniert, lasse ich mal kurz einen Blue-White-Entwickler erklären. Das ist aber nicht die einzige Aufgabe vom Data Management. Die Aufgabe vom Data Management ist noch, dass die Gebäude, dass sie nicht so einfach roh dastehen, dass sie auch eine Animation bekommen. Und das zeige ich euch jetzt. Wenn man auf den Monitor guckt, sieht man das Gebäude hier. Dort werden diese Striche hingelegt, wenn man darauf achtet. Dort sind die Wegpunkte, die die Figur dann in dem Gebäude durchläuft. Das heißt, man sieht, dass die Figur dann aus dem Haus rauskommt und diese Wegpunkte abläuft. So, gefällt mir dieser eine Wegpunkt nicht, gehe ich hin und verschiebe den Punkt. Dann läuft er natürlich einen anderen Weg entlang. Man sieht, dass er jetzt wieder aus dem Gebäude rausgeht und direkt nach dem die Punkte abläuft. Und damit das nicht so langweilig wird, werden da immer verschiedene Animationen an den Gebäuden abgespielt. Das ist die Aufgabe vom Data Management. Das war zwar jetzt aus dem Making-of zu Das Erbe der Könige, aber das Prinzip ist grundsätzlich das gleiche, auch wenn für S4 vielleicht die Software nicht ganz so fancy war. Wenn wir uns nochmal die Goldschmelze ansehen, erkennen wir, dass auch jeder Schmelzer verschiedene Punkte abläuft. Und wenn ihr besonders gut aufgepasst habt, habt ihr auch gemerkt, dass diese Animation nicht identisch mit der ist, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Die Arbeitsanimationen werden in der Jobinfo.xml festgelegt. Wenn ihr euch die Standardanimation genau anseht, fällt auf, dass der Schmelzer gefühlte 10 Meter die Pampa läuft, um das Gold zu holen, aber in der Animation vom Anfang nicht. Tatsächlich lassen sich die Koordinaten dieser Punkte verändern, in diesem Fall geht der Schmelzer normal zum Kohlestapel und holt das Gold von dort. Auf die gleiche Weise lassen sich auch die gelagerten Warenstapel verschieben. Der Unterschied ist natürlich auf einen Arbeitsgang gerechnet sehr klein, aber statt 65 braucht die Goldschmelze so nur 60 Minuten, um 128 Goldbarren zu erzeugen. Eine Steigerung von 0,16 Goldbarren pro Minute und Schmelze, womit sie nun bei 81% im Vergleich zu den Mayas liegt. Das ist also potenziell eine Stellschraube, an der man drehen könnte. Allerdings halte ich es für eine Art von Balanceänderung, die nur in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen sollte. Siedler wurde vor allem für seinen Wuselfaktor bekannt, dafür, wie viel Spaß es macht, seinen Siedlern bei der Arbeit zuzuschauen. Etwas, was sogar Das Erbe der Könige halbwegs hinbekommen hat, auch wenn die Figuren anders als in den ersten vier Teilen nicht mehr so niedlich waren. Die Animationen sind in erster Linie dazu da, um schön auszusehen und nicht damit Leute mit einer Excel-Tabelle und zu viel Freizeit, also ich, die perfekten Produktionsverhältnisse errechnen können. Mit anderen Worten, die Geschwindigkeiten der verschiedenen Gebäude waren keine bewussten Entscheidungen. Geringe Produktivität durch zu lange Arbeitsanimationen kann auf genug andere Arten ausgeglichen werden, zum Beispiel eben durch geringere Baukosten. 75% der Leistung zu 40% des Preises ist auf dem Papier ein guter Deal. Auf der anderen Seite braucht man natürlich auch mehr Platz, wenn man das entsprechende Gebäude öfter bauen muss. An den Animationen würde ich aber tendenziell nur dann etwas ändern, wenn sie bei einem Gebäude wirklich unnötig lang ist, weil der Siedler zum Beispiel eine sehr ungünstige Strecke abläuft und so ein klaffender Unterschied entsteht. Das ist aber zum Glück nur in wenigen Fällen das eigentliche Problem.